Verehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, also Herr Hamaya, ich muss schon wirklich sagen, die allermeisten in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten sind loyaler zu dieser Gesellschaft und zu dem Grundgesetz als der Nazi-Bob auf der Straße, der Flüchtlinge durch die Straßen jagt, Unterkünfte in Brand steckt oder CSU-Politiker, die über ministrierende, fußballspielende Senegalesen schwadronieren in unserer Gesellschaft. Das ist nicht loyal zu unserer Gesellschaft, Herr Kollege Mayer. Und wenn Sie hier darüber sprechen, dann frage ich Sie schon, zur Redlichkeit gehört, zum Thema zu sprechen. Warum sprechen Sie, wenn mein Kollege Volker Beck von Einbürgerungsoffensive spricht? Warum sprechen Sie von Einwanderungsoffensive hier? Sie bauen hier einen Pappkameraden auf, um Stimmung zu machen gegen das Thema Einbürgerung. Hören Sie auf mit solchen unfairen Sachen. Hören Sie auf damit. Wir sprechen hier über Einbürgerung, auch Ihre Stimmungsmache gegenüber Russlanddeutschen. Wahrscheinlich haben Sie überhaupt nicht gewusst, worüber wir hier reden. Wir sprechen über Einbürgerung. Russlanddeutsche sind doch gar nicht eingebürgert worden. Wo leben Sie überhaupt? Haben Sie überhaupt Ahnung von diesem Thema? Russlanddeutsche haben die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Da spielt Einbürgerung kein Thema. Ja, lernen Sie mal dazu. Lernen Sie dazu, wenn Sie zu diesem Thema sprechen, und kommen Sie nicht hierher und machen einfach Stimmung zu diesem Thema. Und wenn Sie mal sagen, dass die Sprache soll gelernt werden, dann kann ich Sie beruhigen. Sie sind seit 2005 in der Bundesregierung, nicht wir. Heute die Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung. Nicht mal jeder Zweite hat einen Platz im Integrationskurs. Das ist Ihre desaströse Bilanz in der Integrationspolitik. Sie sind es, die die Plätze nicht zur Verfügung stellen. Wir haben seit 2005 die Integrationskurse, und seit 2005 gibt es mehr Bedarf und Anfrage bei den Kursen, als es Plätze gibt. Und das wissen Sie. Also schaffen Sie die Plätze, wenn Sie von den Menschen möchten, dass sie die deutsche Sprache erlernen. Machen Sie hier keine Stimmung. Und dann möchte ich auch noch mal zum Thema Loyalität und Loyalitätsappelle noch eins hinzufügen. Ich finde das schon wirklich absurd. Die Bundeskanzlerin, während die Bundeskanzlerin Loyalität von den hier lebenden Deutsch-Türken fordert, macht sie eine gemeinsame Sache mit dem türkischen Despoten Erdogan, der mithilfe seines Netzwerks alles tut, um die Integration hier lebender Deutsch-Türken zu hintertreiben. Fragen Sie doch mal lieber Ihre Kanzlerin, was sie dafür tut, um die Integration hier zu hintertreiben. Sie sollte das beenden, Ihre gemeinsame Sache, weil es Erdogans Netz ist, was die Menschen hier davon abhält und Stimmung macht gegen die Integration. Das wäre ein Beitrag zur Integration und nicht die Zusammenarbeit mit einem Despoten, meine Damen und Herren. Hören Sie auf mit Appellen zu Loyalität, und auf der anderen Seite hintertreiben Sie das durch Ihre gemeinsame Sache. Wir jedenfalls als Linksfraktion unterstützen den vorliegenden Antrag der Grünen, weil es hier darum geht, dass die Erleichterung der Einbürgerung längst überfällig ist in dieser Gesellschaft. Wer auf Dauer in Deutschland lebt, soll auch gleichberechtigt am politischen Leben teilhaben können und darf im Berufsleben auch nicht benachteiligt werden. Hier lebende Migrantinnen und Migranten dürfen nicht länger eben Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse sein, egal seit wann sie hier leben und arbeiten. Wer hier lebt und arbeitet, wer hier zur Schule geht oder gegangen ist, eine Ausbildung gemacht hat, eine Universität besucht hat, aber keinen deutschen Pass hat, der darf beispielsweise nicht verbeamtet werden oder ein Schöffenamt übernehmen. Und das sind nur zwei Diskriminierungsbeispiele, warum diese erleichterten Einbürgerungen hier überfällig sind. Und deshalb, ich zitiere auch hier die Integrationsbeauftragte Ihrer Bundesregierung. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoğuz, schätzt, dass fast drei Viertel der 7,6 Millionen Ausländer einen deutschen Pass beantragen können. Allein das ist nicht gewollt, und die Hürden werden bewusst hochgelegt, etwa indem unsinnigerweise gefördert wird, je nach Herkunft die Herkunftsstaatsangehörigkeit abzugeben. Deshalb sagen wir, die Einbürgerungsquote in Deutschland liegt unter dem Durchschnitt der Europäischen Union. Wenn Sie europäisieren wollen, dieses Land,
dann müssen Sie auch die Einbürgerung erleichtern. Im vergangenen Jahr waren es gerade einmal 107.000 Menschen, die rechtlich gleichgestellt wurden. Schweden, Ungarn, Portugal, Spanien, Polen und sogar die Niederlande. Sie alle liegen in diesem Bereich Punkte weit vorne vor Deutschland. Und deshalb ein Schritt zu mehr Europa, wenn Sie schon Europa gleichsetzen mit der Europäischen Union, wie es hier oftmals getan wird, meiner Meinung nach fälschlicherweise. Aber wenn Sie Europäisierung wollen, dann müssen Sie die Einbürgerung hier erleichtern. Das wäre ein Schritt mehr zu einer Integration als diese Stimmungsmache hier in diesem Haus. Vielen Dank. Das Wort hält nun der Kollege Rüdiger Veit für die SPD-Fraktion.